Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Totemwerfer. Heute geht's mal um die Quest Zorn der Gottkönigin. Da müsst ihr Sigrin besiegen, das können verschiedene Klassen machen. Ich erzähle das natürlich jetzt aus der Enhancer, also aus der Verstärkerseite. Zum ersten Mal, was kriegt man dafür? Das ist eine Skin, die seht ihr hier, die habe ich gerade an, weil ich es gerade erst erspielt hatte. Und zum zweiten Mal, wie kriegt man das? Durch den Magierturm, der aktuell ja bei uns auf der europäischen Seite aktiv ist. Hier seht ihr es aktiv, Magierturm, der muss aktiv sein. Dann könnt ihr hier vorne beim Flugpunkt eine Quest annehmen. Das Ganze ist beim ersten Mal kostenlos. Beim wiederholten Tryen kostet es euch diese Nether-Splitter. Ihr wisst ja durch meine Sentiax-Farm-Gruppen-Videos bzw. durch das Video, wie es funktioniert, wie ihr da schnell an Splitter kommt. Ja, jetzt zuerst mal möchte ich ganz schnell was sagen über das Gear. Ich habe GS 901 angelegt. Und ich würde behaupten, dass alles drunter ziemlich schwierig wird. Es ist natürlich, sagt niemals nie, es gibt sicher Leute, die werden es schaffen. Ich glaube, viele Leute werden es erst schaffen, wenn das Gear höher ist und stärker ist so. Weil es wirklich eng wird an manchen Stellen und sehr anstrengend ist. Als nächstes, was braucht man in diesem Fight, beziehungsweise was wäre nicht schlecht? Ich habe hier zum Beispiel diese Wurzeln von Schaltrasil, sobald ich mich nicht bewege, kriege ich alle eine Sekunde 3% mehr Leben, beziehungsweise werde ich geheilt. Die war für mich essentiell und sehr wichtig. Es gibt sicher auch andere Möglichkeiten, es gibt auch noch dieses Priders, was ist das, Hals oder Ring, keine Ahnung, ich glaube Ring, was euch heilt oder euch ein Schild gibt, das ist sicher auch nicht schlecht, also so defensiv wie möglich spielen. Beim Talenten habe ich jetzt hier zum Beispiel den Regenschauer drin. Warum? Ich habe von anderen gehört, dass sie es so geschafft haben, beziehungsweise gelesen im Internet. So viele haben es ja noch nicht, ist ja erst ganz neu. Und Regenschauer, was macht das? Das gibt euch einen Instant Healing Rain und wenn ihr dann Damage macht mit euren verschiedenen Funktionen und Fähigkeiten, erhöht sich die Dauer, zum Beispiel durch Sturmschlag und Lavapeitsche. Ja, gut. So, ich möchte euch jetzt so gut wie es geht durch den Fight ein bisschen durchführen. Also ihr seht ja, hier geht's los. Wir haben einmal Sigrin, das ist der Hauptboss, dann haben wir Valajar oder Valajar und Yari. Ihr müsst auf jeden Fall Sigrin in Fokus nehmen, unten in der Beschreibung ist das Fokus-Makro dafür, fürs Froggen. Ihr müsst sie so oft wie möglich froggen. Des Weiteren solltet ihr die Schattenblitze von dem Valajar kicken mit eurem Windstoß. Und ja, ihr seht es, ich mache den Fight ganz normal, also ich kämpfe erstmal. Fahr meine Rota, ich habe Heldentum gezogen gehabt, ganz easy, gebe hier Damage. Ah no, und die Weak-Auras übrigens gibt es auch dazu. So, jetzt ist der eine Typ, der Yari, enraged, deswegen habe ich den hier gestunt. Oder wird er gestunt, danach wird er geslowed und dann müsst ihr die Runen einsammeln. Warum müsst ihr die Runen einsammeln? Wenn die Runen nicht eingesammelt werden, explodieren die. Wichtig ist, es gibt eine große, eine mittlere, eine kleine. Am besten wäre es, wenn ihr direkt die kleine einsammelt, weil die natürlich am schnellsten weg ist. Die werden immer kleiner und wie gesagt, wenn es nicht schafft, ist Ende. Ich renne jetzt hier oder bin da weitergerannt und habe gekitet, weil es kommen nochmals Runen. Gleiches Spiel von vorn. Danach gehe ich wieder auf Valajar. Das ist eigentlich auch so mein Main-Target. Ihr seht, Sigrin wurde gehext, weil sie ihre, ihren Mega-Enrage gefahren hat. Den müsst ihr auch immer froggen am besten, dass sie das nicht machen kann. Ich weiß nicht, man kann, anscheinend kann man sie dauerhaft im Frog halten. Ich habe es hier mal in dem Try ein bisschen versucht. Ihr werdet es merken, dass ich es einfach so frog. Es geht anscheinend auch. So, wie gesagt, jetzt weiter Damage. Passt auf, die Äxte hier machen auch Schaden, aber nicht allzu viel. Von dem her braucht man da nicht so drauf achten. Tada, jetzt haben wir die Bubble und jetzt kommt Wissen der Ahnen, gecastet von Valajar, das müsst ihr unterbrechen. Bevor ihr das aber unterbrechen könnt, müsst ihr so wie ich hier das Schild runterschlagen und erst jetzt könnt ihr es kicken. Gleich kommt die nächste Fähigkeit, die richtig asozial ist, nämlich die Walküren werden beschworen und da ist immer nur ein Loch, eine Lücke, durch die ihr durch könnt. Ja, also sobald ihr das mitkriegt, das hört, immer ganz genau darauf achten, wann das kommt und dann euch schnell die Lücke suchen. Ich fahre jetzt hier ganz normal easy meine Damage-Rota, weiß aber, hier muss ich kurz unterbrechen, weil er den Klingelwirbel macht, ich weiß aber, dass ich gleich zu den Runen laufen muss. Und deswegen bin ich schon so mit dem Gedanken bei den Runen quasi. Und ihr werdet sehen, gleich werde ich zu den Runen rennen. Da ist die kleinste, los zu kleinen. Diese goldenen Kugeln heilen euch übrigens. Kann man einsammeln, muss man nicht immer, also wenn es ein Umweg ist oder wenn sie scheiße liegt, nicht einsammeln. Ansonsten könnt ihr es machen, die spawnen ziemlich schnell wieder, also zack,
Dem konnte ich gerade noch so ausweichen. Ihr habt es gesehen, die Walküre, das war eng. Schnell wieder Runen sammeln. Und wenn man halt alle drei Mobs am Arsch hat, wird es ziemlich bösartig. Ihr seht ja diese grünen Flächen, da dürft ihr natürlich auch nicht drinstehen. Das erklärt sich von alleine. Genau, Schild wurde wieder runtergehauen. Den Cast muss ich noch kicken. Aber jedes Mal muss ich halt drauf achten, wo diese Walküre hinlatschen. Und das ist echt mies. Ihr seht, mein Life droppt öfters ziemlich kritisch. Ich bin ja auch kein Profispieler und ja, hatte da echt schon einige Probleme während des Fights, mich am Leben zu halten. Heilender Regen, immer wieder casten, wenn ihr könnt. Und ansonsten wirklich, wie gesagt, so gut wie möglich die Sigrin froggen. Hier wird es ganz knapp mit der Rune gerade noch so geschafft. Ihr seht das alles. Ja. Da sind so ein paar Problemchen, die dann halt jeder hat. Das Problem, was ich auch hatte, war, dass manchmal die Fähigkeiten sehr übel gesteckt haben. Also lasst euch da nicht, wie soll ich sagen, einschüchtern. Wenn es mal ein Scheiß-Try ist, dann ist halt ein Scheiß-Try. Einfach wieder neu probieren und ihr werdet auch, so wie ich, halt mal einen sauberen Try hinkriegen, da bin ich mir sicher. Jetzt kommt der Stun vom Jarl. Yari nenne ich ihn, aber egal. Nicht der Stun, Entschuldigung, der Klingenwirbel war das. Und da hätten wir ihn stunnen sollen. Hab's extra in der Weak-Aura von dem Typ, aber wie gesagt, auch in der Beschreibung. Ja, ich renne da einfach raus, weil ich hatte keine Zeit mehr. Und es ist wirklich auch ziemlich hektisch. Ihr müsst ja trotzdem Schaden machen. Man sieht hier, ich fahre über 400k DPS. Alles drunter wird, glaube ich, schwierig. Ich bin mir nicht sicher, aber ja. So, jetzt kommt das Ganze nochmal. Ich renne so weit wie möglich raus. Habe ihn trotzdem gestunt. Und die heiße Phase ist natürlich immer, je mehr Fähigkeiten auf einmal kommen. Die Walküre. Wenn ihr dafür keine Weak Aura habt, müsst ihr echt aufpassen. Ich habe die ersten Tries sogar einen Try auf 5%, also nicht vom Leben von dieser Tuss, sondern 5%, bevor ich es geschafft hätte, geschafft. Es war, ich glaube, mein erster oder zweiter Try. War echt super, aber da hatte ich dieses, ja, diese Weak Aura noch nicht, diesen String noch nicht. Und das war ziemlich doof. Der Weak Aura String kommt von einem Ami. Ich weiß leider nicht den Namen. Ich schreibe es in die Beschreibung, wenn ich es rausgefunden habe. Musste alles ziemlich schnell gehen heute. Ganz wichtiges, passt auf, wenn ihr mal einen Weak Aura holt bei den Amis oder bei allgemeinen englischsprachigen Leuten oder Leuten, die nicht Deutsch sprechen. Wenn das Zeug auf Englisch gemacht ist, müsst ihr das erst umschreiben. Ich habe es jetzt in meinem Fall schon bei den meisten gemacht. Wenn irgendwo ein Fehler drin sein sollte, müsst ihr es selber ausbessern. Wie gesagt, bei mir jetzt hat es jetzt instant geklappt, deswegen alles gut. Ja, das war es jetzt eigentlich von mir. Wirklich, ich hoffe, dass ihr alle diese Artefakt-Appearance, nennt man es ja, diesen Style von der Artefaktwaffe bekommt. Ich wünsche euch allen viel Erfolg. Und ganz wichtig, vergesst natürlich nicht als Charmis euer KR und Flask, beziehungsweise natürlich auch Buffwood. Ich glaube, es kann sogar eine Rune nehmen, aber es war jetzt bei mir nicht nötig. Bei mir hat es eher am Skill gelegen als am Damage. Bei den paar Tries, die ich gemacht hatte. Und wie gesagt, es ist wirklich anstrengend. Ihr seht's, es ist alles knapp. Nichts läuft hier easy. Ich hoffe jetzt, wie gesagt, dass es bei euch klappt. Ich lasse das Ganze bis zum Schluss laufen. Ich habe dann auch noch das Ende der Quest drin. Einfach für die Leute, die es interessiert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Wenn ihr es geschafft habt, schreibt es doch in den Kommentar oder so. Oder wenn ihr noch eine Frage habt, vielleicht kann ich es oder jemand anderes euch beantworten. Ansonsten sage ich mal Dankeschön und bis dann. Ciao.
müsst die Verderbnis besiegen, Sigrun. Ihr habt die Kraft. Aber, Mutter, ich muss deinen Tod rächen. Rache lässt sie nicht auferstehen, Sigrun. Euer Volk braucht einen Anführer. Wenn ihr fallt, sind die Wellenskorn verloren. Nein! Die Teufelsmacht kann mich nicht... Niemals! Vergebt mir, Aegir. Mein Schild ist bereit. Ich werde nicht wanken. Wundersame Aegir, ich komme, um untertänigst um Vergebung für meine Taten zu flehen. Welche Bestrafung ihr auch für rechtmäßig haltet, ich akzeptiere sie. Eure Rückkehr erfüllt mich mit Freude. Mein Richtspruch für euch soll die Bürde der Krone sein. Es ist euer Schicksal, die Gottkönigin zu werden. Was? Nach meinen Verfehlungen bin ich nicht würdig, unser Volk anzuführen. Ihr besitzt die Stärke und die Willenskraft, der Teufelsmacht zu trotzen. Kein Brühkohl vor euch konnte das zu Wege bringen. Ich war nie stärker von meinen Visionen überzeugt. Es ist euer Schicksal, die Wellenskorn gegen die Legion zu einen. Seid ihr bereit, eure Zweifel fahren zu lassen und für euer Volk zu tun, was nötig ist? Das werde ich. Und wenn es mein Leben kostet, ich werde die Wellenskorn aufs Neue vereinen und die Legion aus diesem Land jagen. Es ist getan. Erhebt euch, Sigrun. Ich ernenne euch zur Gottkönigin der Wellenskorn. Seid gegrüßt, Fremdling. Mögen die Götter mit euch sein. Ergebenste Grüße, Champion. Ohne euch. Wissen ist Macht. Entscheiden ist Macht.